los, ist der schon herum eigentlich. Habt ihr die Anlage eigentlich gekauft oder wie setzt ihr ein? Grund dafür, dass wir uns die Savalle-Anlage gekauft haben, war eigentlich die, dass der Nachbar, der Ewig Gregor und ich, die gemeinsam doch relativ große Waldflächen bewirtschaften. Und für uns war es einfach wichtig, dass wir da das Gerät gemeinsam anschaffen. Wir haben sehr viel steiles Gelände zu bewirtschaften und vor allem ist es einfach so, dass die Landunternehmer, speziell bei Kleinmengen, eigentlich gar keine Zeit und gar kein Interesse haben, solche Arbeiten durchzuführen. Deshalb haben wir das gemeinsam angeschafft, um auch finanziell kein zu großes Risiko einzugehen. Und wir müssen eigentlich sagen, wir sind damit sehr, sehr zufrieden. Wir machen mehrere Spannungen im Jahr, innerbetrieblich als auch überbetrieblich. Und man muss eigentlich sagen, das Gerät funktioniert tadellos. Vorteile gegenüber einer Bodenseilung? Vorteile gegenüber einer Bodenseilung sind relativ einfach erklärt. Durch das, dass man beim Savall durch die Baumstämme in der Höhe transportiert, zwischen 5 und 10 Meter in der Höhe, ist man entsprechend bodenschonend unterwegs und kann auch da den, speziell in der Durchforstung, den verbleibenden Bestand entsprechend schonen, damit man keine Stockbeschädigungen hat und auch in weiterer Folge keine Brandbloche erzeugt.
Anfang langsam zum Abend lassen kannst, weil man heimlich ist jetzt auch, weil der was so dampft. Das war was immer eigentlich. Zum Aufmachen, Bremsbanden. Okay. Achso, du machst das Bremsband auf, du machst es auf, damit die Stehwippen machst du. Beiniger, gell? Wie viel die auf? Was braucht ihr schon? Ja. Habt ihr Erfahrung schon damit? Nix. Also wir haben auf der Sauber haben wir noch nie gemacht. Nie mehr. Ganz blöd über Kante vorne und da. Sonst läuft das ganz normal, das hast du gesagt. Wenn ich genau zu dir an oder zwei zu dir kommst, dann ist das Fuß. Steht zu Fuß, wo ist das wenig? Weil das die Kurvenbahn ist, ne? Aber was sagst du jetzt zum neuen Servalsystem mit der neuen Funkseilwinde? Also der Grund, warum wir die alte Wind praktisch umtauschen, ist eigentlich die Tragseilaufspulung, die hydraulische. Das funktioniert eigentlich sehr gut, haben wir schon probiert eben. Und der Vorteil ist aber auch das, dass das, die Winden einfach zum Vorspannen kann man es auch verwenden. Vom Funk her ist es auch, vorher haben wir die Bedienung mit den zwei Hebeln gehabt und jetzt eben mit dem Funk kann man eigentlich sage ich mal, außer der Gefahr besser stehe und man sieht da zum Laufwagen besser runter in die Seiltrassen und man braucht nicht irgendwo vertraut stehen, dass man das ganze Geschehen sieht. Wir haben sehr viel steiles Gelände zu bewirtschaften. Deshalb haben wir das gemeinsam angeschafft und ich muss eigentlich sagen, wir sind damit sehr, sehr zufrieden. Wir machen mehrere Spannungen im Jahr. Man muss eigentlich sagen, das Gerät funktioniert tadellos.